Unsere zwei Esel haben eigentlich ein angenehmes Leben bei uns, mit guter Gesellschaft und reichlich zu essen. Ia ist noch sehr jung mit ihren 2 Jahren, aber Nell ist laut Pass schon 15. Manchmal frage ich mich, was sie wohl so alles erlebt und gelernt hat in ihrem früheren Leben. Wenn wir ihr hier eine Aufgabe geben, erfüllt sie diese eigentlich immer willig und scheint froh, etwas zu tun zu bekommen. Daher will ich Nell weitere Aufgabenfelder schaffen, als Tragetier zum Beispiel. Ich habe unseren Freund Martin gefragt, ob er mir Körbe für Nell flechten kann. Martin ist nämlich Korbflechter. Einen hat er schon mal gemacht und heute schaue ich ihm beim Flechten des zweiten zu. Martin hat eine kleine Korbflechterei in unserer Gegend und verkauft seine Körbe auf unserem Wochenmarkt. Er flicht die Körbe aus Weiden. Diese werden im Winter geschnitten, bevor der Saft wieder aufsteigt. Danach lässt er die Weiden noch weiter austrocknen. Denn wenn man mit zu nassen Weiden flicht, schrumpfen diese später und das Korbgeflecht wird lose. Vor dem Flechten müssen die Weidenzweige aber wieder eingeweicht werden, um sie elastisch zu machen. In der Regel kann mit einem Tag Einweichzeit pro Foot, das sind ca. 30 cm, gerechnet werden. Ja, okay. Which will now bend. Ja. But if I don't soak it long enough, it will still crack. If I undersoak it or if I oversoak it, I then lose the bark on it, like, you know. So it's a, there's a fine art to soaking. Ja. So what are you doing here now with those sacks? Okay, we'll just put some sacks on them just because we've got the sun coming in on them and we don't want them to dry out anymore. Yeah. So this is the frame, okay? This is a frame for making creels. Martin hat ein Gestell, in dem vorgebohrte Löcher ihm die verschiedenen Korbgrößen vorgeben. Da Nell ein Mini-Esel ist, nimmt er die kleinste Größe. Für die 4 Ecken verwendet er stärkere Stäbe. 2 davon sind Weide, einer Haselnuss. Okay, so you stick them in, 2 willow and 1 hazel. And then is that, where did you get the hazel? And we made a film about that, didn't we? We did. Planting the willow plantation. Yeah. Basket making. Hazel's not as flexible as willow, but it will bend, but you have to twist it a lot. So that's why I'm only using it for the corners, so I don't have to bend it. Those are the four corners. The 4 corners. Okay, and what's next then? This is a Galway creel, as made in Galway. Some of them had roundy bottoms to them. Others of them had what they call hinged flat bottoms, pardoes. Es gibt verschiedene Formen von Tragekörben. Mein Korb ist das Galway Design. So now there's 3 sticks in each corner and there's 2 sticks down each side, like. You know? Der Korb wird von oben nach unten geflochten. When you look at this basket here, the way we're weaving it like this. Ja. Der Zopfrand oben am Korb muss fest sitzen, denn er hält das ganze Korbgeflecht zusammen. So the next weave, which is the locking weave. Mm-hmm. Which is the top one on the basket there. It's called a bunya bale, which means a mouth whale. Dieser Rand wird hier mouth whale genannt. What this weave actually does, it goes one way round, and then all these rods then get worked the opposite way. So all these sticks might look the same size, but in reality, there's big ones, middling ones, and small ones. Not too close. And these ones from underneath are now coming up and over, and that's what locks it. This is called a wrapping iron. Show me. Mit einem Schlageisen schlägt Martin das Geflecht fest zusammen. Nachdem der Zopfrand fertig ist, bindet Martin die Weidenzweige oben zusammen. Das hilft, den Korb in Form zu bringen. Start the next course, I double up. So. So there's my doubles there. So I take the bottom one
from the first pair, and then the bottom one from the second pair. And then I've got one rod for each segment again. Das Korbflechten mag einfach aussehen, erfordert aber etwas Geschick. Und es gibt viele verschiedene Flechtweisen, je nachdem, wofür man den Korb verwenden will oder wie er aussehen soll. So we cram in an extra rod now. Anything where you stick things in is called cramming. Jetzt steckt Martin weitere Weidenzweige in das Geflecht. Diese werden dann heruntergebogen. So entstehen hübsch geformte Lücken an den Korbseiten. So leave them sticking up an angle of about whatever that is. Ich habe Martin schon früher im Sommer gefilmt, denn inzwischen ist es hier sehr herbstlich. Martin flicht weiter, bis der Korb groß genug ist. Dann fängt es an zu regnen und wir gehen in Martins Werkstatt. This is the bodkin. The what? A bodkin. Bodkin. Basket maker's bodkin. It's a point, a pointy yoke. Jetzt beginnt die Arbeit am Boden. Dafür ist der Stechpfriem ein wichtiges Werkzeug. Der Stechpfriem biegt das Geflecht so weit auf, dass Martin die Weidenzweige durchstecken kann. Cracking noises. Mm. Stab it in the middle, and that will make it hopefully. Yeah. Okay. Easier. Außerdem verwendet er den Stechpfriem dafür, die Weidenzweige gebogen zu bekommen, ohne dass sie brechen. Indem er den Pfriem in die Mitte des Zweiges piekst, lässt sich der Zweig leicht biegen. So that's them. See here, when I'm weaving these ones across, you see these ones going across now. These are the ones I'm knocking down at the minute underneath. Yeah. Yeah. I'm having to go over two sets and under one set. Then they'll weave these across here to form the base. So we have to rope them up. We have to make them into a sort of a rope, and we do that by twisting them, by winding them up. And you'll hear it crack in a minute. Yeah. Hear it crack? Yeah. Yeah. Die anderen Weidenzweige werden elastisch gemacht, indem Martin sie um sich selbst dreht, bis die Fasern brechen. So lassen sich die Zweige leicht flechten. They're very flexible now, look. Yeah, so you just break the fibers along. The fibers. Yeah. Für einen solchen Korb braucht Martin ungefähr 4 Stunden. Was für ein Kunstwerk. Danke, Martin. I do the roping thing and then bring them underneath the whale and then finish them back out. I just take them where they go. Meine tollen neuen Tragekörbe. Jetzt brauche ich nur noch einen Tragsattel, damit ich sie an Nell anbringen kann. Ich muss mal mit Tim reden.